Der Dodo, auch genannt Rufus cucullatus, ist ein ausgestorbener Vertreter der Taubenartigen. Aber im Gegensatz zu den richtigen Tauben, die heutzutage noch in unserer Stadt leben, waren Dodos ganz andere Tauben in der Größe von einem Truthahn. Dodos allgemein werden immer als ziemlich dümmlich oder doof oder nicht intelligent betitelt. Dabei waren die Dodos eigentlich ziemliche Überlebenskünstler in der Natur. Erst kürzliche fossile Berichte haben ans Licht gebracht, dass der Dodo in seiner Ernährung vor allem ziemlich anders war als andere Vögel. Im Gegensatz zu denen aßen die nämlich nicht viel. Denn auf Mauritius gab es nämlich zwei Jahreszeiten, nämlich eine fruchtlose und eine fruchtvolle Jahreszeit. Dodos waren unter anderem auch Vögel gewesen, welche sich über eine längere Zeit eine leichte Speckschicht angefressen haben und brauchten deswegen auch nicht viel Nahrung. Das Ganze wussten allerdings die ersten Menschen, die diese Dodos damals gesehen hatten, noch gar nicht. Und deswegen haben sie diese Dodos immer wieder zugefüttert und zugefüttert und zugefüttert, bis sie schließlich ganz fett waren. Man hat auch versucht, Dodos zu essen, aber das Fleisch soll völlig ungenießbar gewesen sein und nur sehr schwer zuzubereiten. Ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt viel mehr Berichte darüber, wie ein Dodo zubereitet wird, als über die Lebensweise dieser. Wie der Dodo allgemein von der Farbe aussah, darüber scheiden sich die Geister. Oder besser gesagt die Enzyklopädien. Im deutschen Wikipedia zum Beispiel steht, dass der Dodo ein blaugraues Gefieder haben muss und einen roten Punkt auf dem Schnabel, welcher vor allem schwarz gefärbt war. Das wäre so in etwa der Dodo gewesen, den man hier jetzt auf dem Bild sieht. Andere Nachschlagewerke, wie zum Beispiel das englische Wikipedia, sagen zum Beispiel, dass der Dodo ein bräunliches Gefieder hatte und einen dunklen Schnabel, aber einen blauen Strich irgendwo im Gesicht. Und auch in den Bilddarstellungen sieht der Dodo immer wieder sehr ungenau aus, weswegen wir tatsächlich niemals wissen werden, welche Farbe der Dodo wohl tatsächlich besaß. Man sagt aber, das akkurateste Bild ist zurzeit der bräunliche Dodo. Der Dodo starb aber noch aus, noch bevor die großen Aufzeichnungen begannen. Und so wurde der Dodo am Ende das Symbol für das Massensterben, welches unseren Planeten heutzutage heimsucht. Der Weg, den der Dodo leider gehen musste, den folgten zugleich auch andere Tierarten. Und ich werde euch in den nächsten Videos darüber erzählen.